Hi, mein Name ist Dominik Lebersäuger. Vor knapp 7 Jahren habe ich beschlossen, das erste Mal eine Kamera in die Hand zu nehmen. Eine Entscheidung, die mein Leben für immer verändern sollte. Aber fangen wir ganz von vorne an. Ich war einfach mein ganzes Leben lang schon dieser komische, etwas introvertierte Junge, der einfach überall seine Kamera mitgenommen hat. Meine erste Kamera habe ich damals von meinem Vater bekommen, das war mit 13 oder 14 Jahren, glaube ich. Das war noch so ein alter, großer Camcorder und der hat, glaube ich, Full HD aufnehmen können und das war für mich unglaublich damals. Aber was mich so richtig in die Fotografie und in die Videografie gebracht hat, war damals meine erste GoPro, für die ich mein ganzes Taschengeld damals ausgegeben habe und die jeden Tag zum Skateboard fahren, weil damals war ich ein richtig leidenschaftlicher Skateboarder, mitgenommen habe. Ich habe da wirklich den ganzen Tag lang meine Freunde und mich beim Skaten aufgenommen und wie ich dann am Abend heimgekommen bin, habe ich das ganze Footage auf dem Laptop gespielt und habe mich bis tief in die Nacht mit den Fotos beschäftigt, hatte die Farben geändert und die Belichtung und so und hätte halt gedacht, ich wäre der allerärgste Fotograf, der jemals auf dieser Erde unterwegs war. Dann kam ich auf die glorreiche Idee, mein ganzes Geld für eine Spiegelreflexkamera auszugeben, um das Ganze nochmal eine Ebene höher zu legen. Und das hier sind die ersten Fotos, die ich in meinem Leben mit meiner neuen Spiegelreflexkamera gemacht habe. Wie man sehen kann, war es da wirklich verdammt regnerisch und verdammt schier, aber ich wollte unbedingt Skateboard fahren gehen und wollte unbedingt die Fotos von mir machen. Ich habe mich da so lang in Lightroom mit diesen Fotos beschäftigt, jetzt ohne Spaß, ich glaube, ich bin an jedem von diesen Fotos mindestens 1,5 Stunden gesessen. Und wie die dann fertig waren, habe ich mir gedacht, Dominik, du bist mit Abstand der talentierteste Fotograf, den es auf dieser ganzen Welt gibt. Das ist nämlich, finde ich, immer so, wenn man etwas Neues anfängt, denkt man sehr schnell, man ist sehr gut darin und irgendwann kommt man dann auf diesen Punkt, wo sich der ganze Bereich, den man noch nicht kennt, offenbart und dann denkt man, okay, ich weiß eigentlich noch gar nichts, aber ich habe jetzt mal so weit kommen müssen, bis ich überhaupt begriffen habe, was ich alles noch nicht weiß, wenn das jetzt irgendeinen Sinn gemacht hat, was ich sage. Dann habe ich meine Kamera abgegradet. Dann habe ich mir eine bessere Spiegelreflexkamera geholt. Damals habe ich wieder mal, und es zeichnet sich hier schon ein Muster ab, damals habe ich wieder mal mein ganzes Geld für eine neue Kamera ausgegeben, mit der Intention, damit YouTube-Videos machen zu können und auch mit der Intention, mein Instagram-Game wirklich aufs nächste Level zu heben und der allerkrasseste Blogger ever zu werden. Ich wollte halt schon immer, seitdem ich jung war, das war so ein Traum von mir, immer schon, ich weiß nicht wieso, aber ich wollte immer schon YouTube-Videos machen. Ich habe das einfach mega cool gefunden und diese ganze Videografie hat mich einfach schon mega beschäftigt. Ich habe vor 3,5 Jahren mein erstes YouTube-Video veröffentlicht und die waren eher bescheiden, um es milde auszudrücken. Jetzt aber, no joke, die Videos waren halt wirklich nichts Besonderes. Es waren halt typische Anfänger-Videos. Die waren vielleicht hier und da mal ein bisschen lustiger, aber im Endeffekt waren sie halt nicht gut. Man kann von denen halten, was man will. Für diese Videos bin ich damals sehr kritisiert worden und das kann man eigentlich nicht mal als Kritik bezeichnen, weil ich für diese Videos einfach nur beleidigt wurde. Ich weiß nicht, wenn du dieses Video gerade siehst, stehen die Chancen gut, dass du öfter auf YouTube unterwegs bist und die Kommentarsektion unter den meisten YouTube-Videos ist nicht immer die positivste. Ich bin halt unter meinen Videos beleidigt worden, dass ich ein Spaß bin, dass ich ein Lauch bin, dass ich unlustig bin und solche Sachen halt. Und ein paar Leute sind sogar die extra Meile gegangen und haben mich auf meinem Instagram-Account für meine YouTube-Videos beleidigt. Und ich weiß noch diesen einen Punkt, als ich mit ein paar Freunden zusammengesessen bin und ich habe gesagt, hey Jungs, ich glaube, dieses ganze Videografie-Ding, dieses ganze YouTube-Videos-Machen-Ding ist absolut nichts für mich. Ich mache das jetzt schon länger, meine YouTube-Videos werden nicht gut, ich werde einfach nicht besser. Ich glaube, ich bin einfach nicht talentiert in diesem Bereich und ich glaube, ich bin besser dran, wenn ich das einfach sein lasse. Aber irgendwas von diesem ganzen Videografie-Ding wollte mich einfach nicht
loslassen. Obwohl für mich diese Einstiegsbarriere in Videografie und Fotografie ziemlich groß war, weil ich wirklich gar keine Ahnung hatte. Also ich hatte wirklich absolut keinen Plan. Wollte ich unbedingt, dass ich in Videografie und Fotografie besser werde. Also habe ich dann wieder den grandiosen Entschluss getroffen, mein ganzes Geld, diesmal wirklich mein ganzes Geld, in eine neue Kamera zu stecken. Zum dritten Mal in meinem Leben oder vierten Mal, ich habe aufgehört zu zählen. Und dann habe ich ungefähr jede freie Sekunde damit verbracht, mir auf YouTube Tutorials zu Fotografie oder Videografie reinzuziehen, war ständig draußen filmen, wollte einfach nur Videos für mich machen und langsam aber sicher, wirklich, wirklich langsam aber sicher, bin ich Stück für Stück besser geworden. Die generelle Resonanz in den Kommentaren wurde besser, die Leute haben mich auf meine Videos angesprochen und dann passierte etwas, von dem ich wirklich nie gedacht hätte, dass es möglich ist. Und zwar bekam ich meinen ersten bezahlten Auftrag. Zu dem Auftrag bin ich wirklich sehr zufällig gekommen und es war jetzt auch nicht gut bezahlt oder so, es war wirklich nichts Spektakuläres. Aber ich habe mich dann wirklich mit diesem professionellen Videos machen Ding beschäftigt und als ich dann meinen ersten vierstelligen Auftrag bekommen habe, war das für mich quasi so die Bestätigung, okay Dominik, langsam aber sicher wirst du halbwegs gut in dem, was du machst. Ich bin bei weitem noch kein heftiger Videograf oder Fotograf. Aber ich werde meiner Meinung nach sehr konstant besser und das ist das Einzige, was zählt. Weil je mehr Zeit vergeht, desto besser werde ich und die Zeit vergeht sowieso. Das Ganze hat sich zum heutigen Stand nicht nur finanziell für mich rentiert, sondern ich habe auch durch dieses ganze Video machen oder Fotos machen wirklich Leute kennenlernen dürfen, die ich heute zu meinen besten Freunden zähle. Und ich wollte dieses Video einfach für jeden machen, der irgendwie in seinem kreativen Bereich unterwegs ist, ob es jetzt ein Maler ist, ob es jetzt ein Musiker ist, ob es jetzt auch ein Videograf oder Fotograf ist oder der einfach irgendetwas macht, was ihm Spaß macht und sich nicht durch andere Leute davon abhalten lässt. Weil solche Leute haben meinen tiefsten Respekt. Das Ding ist, am Anfang ist man immer schlecht, egal was man macht. Und wenn ihr euch selber erlaubt, ein Anfänger zu sein, dann habt ihr die Nase ganz weit vorn. Und ich meine wirklich, wirklich ganz weit vorn. Weil so viele Ideen oder Hobbys oder Leidenschaften, ich weiß nicht, was die Mehrzahl von Leidenschaft ist, sterben schon in den Kinderschuhen, weil sich die Leute einfach nicht trauen, das anzufangen, weil man ja am Anfang noch nicht gut ist und man könnte dafür kritisiert werden und was nicht alles passieren könnte. Was ich damit sagen will, ist, dass ihr wirklich mit kontinuierlicher Arbeit wirklich gut in etwas werden könnt, auch wenn ihr das am Anfang nicht glaubt und auch wenn ihr glaubt, dass ihr in etwas nicht talentiert seid. Und der letzte Punkt, den ich euch mitgeben will, ist, dass ihr auf euch selber vertrauen müsst und daran führt kein Weg vorbei. Am Anfang kann einfach keiner eure Vision sehen und das ist absolut nichts Schlechtes, aber ihr müsst sie sehen, ihr müsst daran festhalten und ihr müsst daran glauben. Ich weiß noch ganz genau damals, in der 7. Klasse war das, als meine Lehrer zu mir gesagt haben, ich würde niemals einen Job finden. Heute habe ich nicht nur einen Job gefunden, ich habe meine Leidenschaft gefunden, ich habe einen Weg gefunden, mich selbst auszudrücken und ich habe diesen zu meinem Beruf gemacht. Und auch wenn damals kein Lehrer oder sonst keiner in meinem Umfeld an mich geglaubt hat, gab es doch eine Person, die das tat. Und das war und bin bis heute immer noch ich. Und das ist das Allerwichtigste. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte durch diese Geschichte ein paar kreative Köpfe von euch dazu motivieren, eure Leidenschaft zu verfolgen und wirklich das zu machen, was ihr gern macht und wirklich gut darin zu werden. Falls euch das Video gefallen hat, würde es mich verdammt freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung da lässt. Das würde meinem Kanal und mir nämlich verdammt helfen. Wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt und ich verspreche, ich poste jetzt öfter, dann würde es mich verdammt freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und folgt mir am besten noch auf Instagram, um immer up to date zu bleiben. Dort heiße ich Dominik.Lebersorger. Das war schon. Ich wünsche euch, dass all eure wildesten Träume in Erfüllung gehen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Ciao, ciao!